Hallo Zuschauer an eurem Bildschirm. Schön, dass ihr in unseren Technikkanal reinschaut. Heute mit einer Sondersendung, denn ich habe ein Problem mit den Grünen. Mit dem grünen Rasen meiner Schwiegereltern. Der ist mittlerweile schon so hoch. Also mit dem Rasenmäher, da ist nicht viel. Ich habe mich mal im Baumarkt nach Rasentrimmern umgeschaut und ich musste einiges feststellen. Erstens, die kosten Geld. Zweitens, das Kabel ist ja nur so kurz. Und drittens, das Gerät muss immer getragen werden. Dadurch, dass beim Rasentrimmer das Kabel ja nur so kurz ist und man mit beiden Händen das Gerät bedienen muss, hat man ja gar nicht die Möglichkeit, das Stromkabel nachzuziehen. Was passiert dann in der Regel? Richtig. Ah, Moment, Rudi will was. Aha, ah ja. Ah. Also noch einmal. Dadurch, dass beim Rasentrimmer das Kabel ja nur so kurz ist und mit beiden Händen das Gerät auch noch bedient werden muss, hat man gar nicht die Möglichkeit, das Kabel nachzuziehen. Was passiert dann? Richtig, aber nicht bei uns. Das hat mir gerade Trudi gezeigt. Also, sag mal Trudi, das mit dem Rasentrimmer, das fällt mir eigentlich gar nicht. Hast du da irgendwie eine Idee? Blechschaufel. Eine Blechschaufel? Haben wir. Winkelschleifer. Einen Winkelschleifer. Haben wir. Besenstiel. Einen Besenstiel. Haben wir. Ah, du willst bestimmt den Winkelschleifer an die Blechschaufel schrauben. Das mache ich jetzt auch. So, fertig. Unsere Aufnahme für den Winkelschleifer ist fertiggestellt. Die beiden Seitenteile sind Möbelfüße von einem IKEA-Schrank. Die hatte ich übrig. Die Rohrstelle stammt vom Baumarkt. Die Löcher sind dafür da, damit man die Winkelschleifer noch in der Höhe verstellen kann. Und das war's auch. Also ein Problem haben wir ja immer noch. Ich habe mal nachgeschaut, unser Rasen ist ja gar nicht aus Stahl. Also ist das auch das falsche Schneidwerkzeug. Aber auch da hat sich Rudi was ausgedacht. Das sind Ersatzmesser für Trimmer. Diese haben wir uns im Baumarkt besorgt. Rudi hat alle Platten gefertigt. Das sind die Scheiben von den Winkelschleifern. Jetzt werden die Messer eingesetzt. Jetzt fehlt noch die Halteplatte. Und noch die zweite Scheibe vor dem Winkelschleifer. Und schon ist unser Schneidwerkzeug fertig. Jetzt montiere ich das Ganze und sehen uns dann gleich wieder. So, fertig. Jetzt können wir die Schaufel über unseren Rasen gleiten lassen. So wie ein Staubsauger über den Teppich. Den Griff können wir auch verwenden. So,
Lass uns den Rasen vernichten. So, wir sind jetzt wieder zurück und wir konnten das Problem mit dem grünen Rasen dank Rudi gut beheben. Wir mussten uns daher auch keine neuen Geräte anschaffen. Und durch die Konstruktion von Rudi war das sehr einfach zu bedienen. So einfach wie Staubsauger. Noch eine kleine Anmerkung. Dieses Video sollte nur zur Unterhaltung dienen. Jedes Gerät hat Sicherheitsvorschriften. Und wenn ihr wollt, dass ihr noch, wie ich, alle 10 Finger haben wollt, dann bitte nicht nachbauen. So, das war's jetzt mit unserem Sondervideo. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten können. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr auch kein weiteres Video von uns verpasst. Ich würde sagen, Rudi, auf zum nächsten Kracher.